Hallo und herzlich willkommen beim MoxScout, deinem Kanal für interessante Lego-Sets und spannende Eigenkreationen aus Klemmbausteinen. Endlich ist es soweit, ich hab's geschafft. Hier steht das Burgmog-Projekt. Ich habe euch ja Ende August angekündigt, ich möchte mir ein paar Lego-Sets schnappen. Damals waren es noch 3, dann ist noch 1 dazugekommen, jetzt sind es 4. Und möchte daraus eine Burg bauen. Zumindest wollte ich es probieren und es hat erstaunlicherweise geklappt. Hat ein bisschen gebraucht, aber jetzt seht ihr das Ergebnis. Und zwar nenne ich das Ergebnis Lava Bastion in Anlehnung an die River Bastion, die es auch schon auf meinem Kanal gibt, eins meiner Mocs. Wenn euch das Ganze interessiert, schaut doch mal rein. Ich habe ein paar andere Mocs schon designt und die gehen auch in die Richtung Burg. Die mache ich am liebsten. Und ich stehe nicht so sehr auf die Burgen, die Lego so im Programm hat. Deswegen baue ich mir selber welche. So, wie habe ich das gemacht? Ich habe mir 2 Ninjago-Sets geschnappt. Ich habe mir 2 Hiddenside-Sets geschnappt. Jeweils ein großes und ein kleines. Und habe die Teile zusammengeschmissen und das daraus gebaut. Ich habe die Sets genommen, die mir von den Teilen her interessant vorkommen. Light Blue Gray, Dark Blue Gray, große, kleine, durchgemischt Teile, Burgteile, alles, was ich so gedacht habe, das gut zusammenpassen könnte für eine Burg, die auf einem Felsen steht. So, welche Sets waren das genau? Das war die 70420, das ist der geheimnisvolle Friedhof. Der geht Ende des Jahres End of Life, zumindest voraussichtlich. Dann die 70437, das ist die geheimnisvolle Burg. Und dann waren es noch die 2 Ninjago-Sets aus der Mountain-Serie. Ich weiß nicht genau, ist es irgendeine Mountain Warriors, Mountain Heroes-Serie, die jetzt neu ist. Auf jeden Fall ist das die 71717, das ist die Reise zu den Verliesen des Totenkopfmagiers. Und dann die 71722, das ist das Verlies des Totenkopfmagiers, das ist das große Set. Das ist so ein 3D-Spielplan mit Erweiterung, ganz tolle, spannende, schöne Teile und tatsächlich auch ein ziemlich gutes Set. Zu allen 4 Sets gibt es Reviews auf meinem Kanal, schaut doch mal rein, es lohnt sich, das sind alles ziemlich interessante Sets. So. Dann gucken wir mal, was ich euch noch über dieses Set erzählen kann. Also, was kostet das? Ich kann euch sagen, was die Teile kosten. Die Teile kosten 190 Euro grob über den Daumen, wenn man das ganze Zeug mit Rabatt kauft. Die beiden großen Sets kriegt man so für 75 Euro und die beiden kleinen so für 20 jeweils. Muss man immer mal ein bisschen gucken, aber die sind eigentlich alle deutlich reduziert. Dann habe ich von den dann vorliegenden 2800 Teilen nicht alle verbaut. Ich habe mir Mühe gegeben, möglichst viele zu verbauen. Das hat vielleicht auch dazu geführt, dass es ein bisschen detailüberladen wird. Aber ich habe nur 1800 ungefähr verbaut. Ich weiß es nicht ganz genau, weil ich habe nur vorhin mal ganz schnell die übrig gebliebenen Teile gezählt und das waren etwa 1000. Von daher vermute ich, es sind ungefähr 1800 Teile hier verbaut. Die Maße sind relativ kompakt. Wir haben hier 32 cm bis zur Turmspitze und in der Basis so 30 x 30 cm. Das ist eine unregelmäßige Basis aus Orange Plates. Das sind diese Plates, die auch bei dem Verlies des Totenkopfmagiers quasi als Basis fungieren. So als Lava-Basis habe ich gedacht, ja, das lasse ich, das ist gut, weil sonst kann ich mit den Teilen nicht so viel anfangen. So, wie lange hat das Ganze gedauert? Ungefähr 2 Wochen. Das Video mache ich jetzt hier Mitte September. Ihr kriegt es vermutlich erst Ende September zu Gesicht, weil ich bis dahin schon genug andere Sachen geplant habe, die veröffentlicht werden auf dem Kanal. Aber Ende August müsstet ihr es eigentlich zu sehen bekommen. So, Prints und Aufkleber gibt es keine. Ich habe die Aufkleber nicht angebracht, die in den Originalsets drin waren, weil ich flexibel sein wollte. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll so, weil die Teile sehen ohne Aufkleber auch ganz prima aus. So, was ist so die Altersgruppe? Eine gute Frage. Ja, also ich baue Display-Modelle. Ich baue nicht in erster Linie Spielmodelle. Man kann auf meine Modelle auch gelegentlich mal noch Figuren platzieren. Ich mache es oft so, dass ich viel mit Tiles verkleide, wenn ich die Tiles habe, also Fliesen. Diese Sets, die hier vorlagen, haben relativ wenig Tiles. Von daher konnte ich nicht viel verkleiden. Aber sie haben ganz spannende andere Teile, nämlich dieses Spielfeld 2x2 Plates mit nur 2 Noppen aus den Ninjago-Sets. Guckt euch die Dinger doch mal an. Ich finde die ganz interessant. Vor allem in Light Blue Gray kann man damit eine ganze Menge machen. Und wenn man davon viele hat, kann man damit auch zumindest so, zum Beispiel so coole Sachen machen wie Dächer oder sowas in Hellgrau, wenn man das mag. Gut, also eine Anleitung muss ich mir noch überlegen, ob ich die mache. Das Problem ist ein bisschen, dass die Hiddenside Burg ein sehr neues Teil eingeführt hat, was im Moment noch nicht bei Studio von Bricklink verfügbar ist. Ich habe mir vorhin mal kurz den Part-Designer angeguckt, aber das wird nicht so schnell gehen.
da mit schrägen Kanten und so weiter. Das ist nämlich diese 4x2 Wedge Plate. Das ist ein ganz neues Teil. Ich zeige euch das nachher auch noch. Das ist das Teil mit der Nummer 68297 in Dark Bluish Gray. Ist das erste Mal hier in dem Set drin und das erste Mal in Dark Bluish Gray. Also komplette Premiere und das ist noch nicht da. Von daher kann ich gerade noch kein 3D-Modell, keine Anleitung machen, bis ich das vielleicht gelöst habe. Ich weiß auch nicht, ob es das wert ist. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Würde das irgendwen interessieren, weil es ist dann doch ein bisschen Aufwand, so eine Anleitung, ein 3D-Modell zu machen. Ja, vielleicht mache ich es einfach, damit die Idee nicht verloren ist. Aber ich meine, das ist ein Experiment. Ja, also eure Kommentare entscheiden ein bisschen darüber, was damit wird. So, Figuren gibt es 2 Stück. Und da habe ich ein bisschen getrickst. Ich habe ein einziges Teil in dieses Set reingeschmuggelt, was da nicht in den Teilen dabei war. Das kann man aber auch, wenn man die Sets quasi kauft und das Teil nicht hat, kann man das leicht kompensieren. Und zwar habe ich hier vorne eine kleine Statue stehen. Und aus dem geheimnisvollen Friedhof stammt der Torso und der Kopf dieser Statue, aber die hat keine Füße. Das ist so eine Grabfigur. Und ich hatte aber noch einen Satz Dark Bluish Gray Hosenfüße für eine Minifigur und habe die einfach dazu geschmissen. Aber diese Sets haben natürlich auch Figuren dabei. Die sind jetzt hier nicht dabei und da kann man auch einfach irgendeine andere Hose nehmen. Von daher, das ist so das einzige dazugeschmissene, dazugecheatete Teil. So. Okay. Wenn es um die interessanten Steine geht, dann guckt doch mal in die Set-Reviews von den Sets, die hier drin sind. Und dann werdet ihr alles Wichtige, was ich weiß und was mir dazu eingefallen ist, finden. Und genau, deswegen sage ich jetzt zu dem Thema hier nichts weiter. Alle Sets sind aktuell noch verfügbar. Stand Ende September 2020 beim geheimnisvollen Friedhof könnte sich das ändern. So, also was ist das hier? Eine Burg auf einem Felsen. Wir machen mal einen Rundumblick und dann versuche ich auf Details einzugehen, was mir so einfällt, was ich für erwähnenswert halte. Und dann werde ich vielleicht mal das eine oder andere auch auseinanderbauen, weil das ist nicht so modular, dass man gut reingucken könnte. Es gibt an und für sich kaum lose Teile. Eigentlich nur hier unseren Kollegen hier, der in seinem Käfig baumelt. Aber ich möchte euch trotzdem einen besseren Blick gewährleisten, deswegen werde ich ein bisschen was hier abnehmen. Also, eine Burg, wie ihr hier seht, mit einem Käfig, mit einem Monster, das ist eine gebaute Figur quasi, die zeige ich euch gleich auch nochmal genauer. Dann haben wir hier den Eingang, hier geht ein kleiner Weg nach oben, den sehen wir auch gleich nochmal, wenn ich es weitergedreht habe, genauer. Achso, genau, meine Modelle, meine Sets sind auch immer so, dass sie keine Kulissen sind, nicht? Also die sind rundum gebaut. So, hier unten die kleine Statue mit unserem Kämpfer. Ja, also genießt es einfach, guckt es euch an. Ich habe einfach versucht, eine Burg zu bauen, vor allem mit diesem lästigen großen Dachteil hier, was nach einer Seite offen ist, habe ich versucht zu verkleiden. Und diesen tollen Panels hier, diesen Burgpanels, die fand ich gar nicht so schlecht. Und ich denke, das Ergebnis ist in Ordnung. Ich habe mit einem schlechteren Ergebnis gerechnet. Ein bisschen Lava im Minecraft-Stil habe ich auch noch eingefügt. Interessant ist tatsächlich, wenn man einen Lightbrick oder eine Lichtquelle hat, kann man die in die hohle Basis unten reinstecken und dann leuchtet es hier durch. Das sind nämlich quasi transparente Trans-Orange Bricks sind dahinter. Das heißt sozusagen, das wäre komplett beleuchtbar, theoretisch. So, hier mit einem Balkon. Dahinter seht ihr dieses, ja, Kampf-Dummy, was aus dem Verlies des Totenkopf-Magiers stammt. Das habe ich ein bisschen modifiziert. Das hat quasi so links und rechts so Ärmchen. Das heißt, man könnte damit theoretisch irgendwie so Kämpfen üben, dass man gegen den einen Arm schlägt und dann kommt der andere Arm zurück. Also so eine ganz einfache Kampfpuppe. Wie ihr seht, habe ich aus den verfügbaren schwarzen Dachsteinen versucht, hier 3 Dächer hinzukriegen, habe sie ein bisschen dekoriert. Hier kommt dann noch ein bisschen, ja, weiß nicht, Kristallzeugsi und Grünzeugsi. Ein paar Waffen habe ich hier noch eingebaut. Also ich habe mir nicht hinter allem was dabei gedacht. Das ist einfach ein Versuch, ein einigermaßen stringentes Design durchzuziehen, was mir aufgrund der verfügbaren Teile sicherlich nur bedingt gelungen ist. So, hier noch sowas wie Schilde und eine Fahne. Und ein bisschen Grün- und Olive-Zeugs hier unten. Und hier sieht man ja, hier sieht man aus dem Blickwinkel, sieht man die Treppe wahrscheinlich ganz gut, ja. Das sind solche, ich weiß nicht, wie die Teile heißen, das ist so treppenförmige Plate-Konstruktionen. Da sind ein paar davon drin gewesen und wenn man die aneinander setzt, kriegt man eine schöne Treppe. Und die kann man dann noch verkleiden mit diesen besagten 2x2 Plates in Light Bluish Gray mit nur 2 Noppen. So, und dann sind wir wieder vorne bei unserem Krieger. Wir gucken uns mal den Kerl hier an. Also, das ist unsere Grabfigur. Nehmen wir mal hier die eine Waffe runter. Und ich fand diese Doppelaxt so schick. Die stammt aus den Ninjago-Sets, beziehungsweise aus dem großen Set. Da ist die versteckt als Extrawaffe und da habe ich sie jetzt einfach hier als
ja, bewaffnete Statue eingesetzt. So ein ähnliches Kerlchen ist auch bei meiner River Bastion zu sehen. Vielleicht mache ich auch noch ein paar andere Bastions, dann hat man nachher dann irgendwie 4. Gucken, was da noch fehlt. Eine Desert Bastion fehlt, auch noch eine Water Bastion. Hm? Das wäre es doch. Vielleicht ist das mal eine Idee, mal gucken. So, es hängt sicherlich nur an den verfügbaren Teilen. Dann gucken wir uns noch den Kerl hier in seinem Korb an. Ich habe tatsächlich diesen Korb übernommen vom Design her, der ist quasi identisch. Den muss man ein bisschen auseinandernehmen, den Kerl hier, sonst passt der nicht durch die Gitterstäbe durch. Ich habe einfach geguckt, was ich auf Basis der verfügbaren Teile hier zusammenkriege. Und so schlecht finde ich es gar nicht. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein überdimensionaler Gorilla, der hier quasi skelettiert wurde. Nur bei den Händen hat es dann halt ein bisschen gehapert. Da seht ihr, sind nur so kleine Stummelchen übrig geblieben. Aber ich glaube, auch bei einem richtigen Skelett verschwinden irgendwann die Hände, gerade die kleinen Knochen, glaube ich zumindest, aus irgendwelchen diversen Hollywood-Filmen. Und wie ihr seht, der Kopf wird von einem dritten Bein quasi gehalten, wo ein kleiner grauer Technikpin drin steckt. Von der Rückseite habe ich eine von diesen transparenten Rutschplates, ich nenne sie immer Rutschplates, Gleiterplates, Tiles, wie auch immer, angebracht. So, also, die beiden Figuren sind hier drin. Wir hängen den Kerl hier mal wieder rein in sein Gefängnis. Also wahrscheinlich könnte man zu diesem Set auch irgendeine Geschichte erfinden mit irgendeiner verwunschenen Burg, wo nur noch die Geister hausen und wo dann Schätze drin sind, denn Schätze sind tatsächlich drin. Und wo dann irgendwelche Typen versucht haben, da schon mal hinzugehen und die Schätze zu rauben, wie zum Beispiel der Typ hier, irgendein großer Krieger, und der hat es halt nicht geschafft, er wurde von den Geistern hier aufgehängt. So, jetzt gucken wir mal uns das ein bisschen genauer an. Dafür nehme ich tatsächlich mal hier diese Kette ab. Die ist übrigens hier befestigt, wenn ihr es sehen könnt, mit so einem kleinen Dolch, der durch ein Kettenglied geht und das Kettenglied an Ort und Stelle hält. Die Sets haben auch eine Schnur dabei. Ich habe es erst versucht mit der Schnur, aber das war einfach nicht stabil zu kriegen. So, und dann haben wir hier oben noch einen kleinen Eimer. Und in dem Eimer, habe ich gedacht, ist ein bisschen Lava drin. Ich weiß nicht, ob ihr seht, da ist eine Trans-Orange Round Plate mit einem Loch drin. So ein bisschen als Lava. Die fällt natürlich raus, oder ja, genau, jetzt fällt sie raus. Die sind da nur sehr locker drin in dem Eimer, diese Plates. Hätte ich ein bisschen schöner gefunden, Lego hätte das so gemacht, dass die drin bleiben, aber da hätte man wahrscheinlich das Problem gehabt, dass viele die gar nicht mehr rauskriegen. So, jetzt bewegen wir uns mal auf diese Seite des Sets. Und da seht ihr ein bisschen was durch diese drei Bögen durchscheinen. Und ich werde jetzt mal versuchen, einen Teil dieses Sets abzunehmen und euch mehr Einblicke zu ermöglichen. So. Gucken wir mal, was daraus wird. Ja, das geht relativ gut, hier das Teil abzunehmen. Gucken wir uns mal die Dachkonstruktion näher an. Da sitzt auch noch eine Spinne drauf. Bisschen Grünzeug. Da habe ich einfach aus den verfügbaren schwarzen Teilen versucht, ein einigermaßen einheitliches Dach zu bauen. Ja, schreibt doch einfach mal, wie ihr das findet. Ich finde es in Ordnung. So. Jetzt kommt ein bisschen mehr Licht hier in die Geschichte rein. Und ich versuche erstmal, bevor ich hier was rausnehme, das Ganze zu kippen und euch einen Einblick zu geben. Also, da geht dann ein Weg aus jenen besagten 2x2 Plates von der Tür einmal quer durch den Hof. Und dann haben wir hier nochmal drei interessante Elemente. So, jetzt reiße ich hier schon mal die Hälfte wieder ab. Aber hier seht ihr es vielleicht. Also, einmal ist hier ein Brunnen mit einer Flasche und einem Glas auf dem vorderen Rand. Und dann ein Tisch mit allerlei Schätzen, Diamanten in allen möglichen Farben, die verfügbar waren. Und ein Ständer mit den drei großen Ninjago-Schwertern. Da sind ja zwei schwarze und ein weißes in den Ninjago-Sets drin. Die sind hier in so einer Art Waffenhalter, damit man da mit dem Test-Dummy, Kampf-Dummy trainieren kann. So, ich werde mal gucken, ob ich diesen Tisch da rauskriege. Und dann könnt ihr euch den aus der Nähe angucken. Das ist nicht ganz so simpel. Es ist einfach nicht viel Platz drin. Die Basis hat einfach die Maße vorgegeben und die Basis war eben nicht allzu groß machbar, weil die orangenen Steine und die großen Rock Pieces nur sehr begrenzt vorhanden waren. So Rock Pieces finde ich sehr, sehr klasse, wenn man sie gut versteckt, wenn sie nicht so offensichtlich sind. Und ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt. Das eine ist jetzt hier, das ist nicht so gut versteckt. Aber ich finde, damit kann man viel anfangen. So, den Brunnen, kriegen wir den auch raus oder ist der ganz fest drin? Ha,
Ich glaube, der ist zu fest drin. Der hat zu viel Fläche. Dann zeige ich euch gerade nochmal diesen Schatztisch. Da habe ich einfach ein paar von den Schätzen zusammengestellt. Vielleicht ist es so ein bisschen der Tisch oder der Schatz, den man hier als Beute sich vorstellen könnte, für den es sich lohnt, hier die Burg zu überfallen oder einzumarschieren. Und dann hier unseren kleinen Waffenständer. Der ist leider sehr hoch, von daher gab es da nur eine Position, wo der im Innenhof reingepasst hat. So. Also. Dann werde ich mal das Dach wieder aufsetzen, weil sonst fehlt irgendwie der Burg was. Die wirkt dann ein bisschen nackig. Durch die Spinde wird die Orientierung auch einigermaßen klar. Und dann versuche ich mal noch, euch die jeweiligen Seiten ein bisschen näher zu zeigen. Also es ist relativ viel Grünzeug dran. Wir haben hier ein paar Spinnen, die rumkrabbeln. Oben auf der Brüstung steht noch ein Totenkopf mit einem Zauberstab oben im Kopf drin. Ich fand es lustig, aber theoretisch ist es deplatziert. Interessant war auch hier diese Brüstung oberhalb der Tür, die zu realisieren, weil man da leicht schräg ist und da kein Element so richtig funktioniert. Da musste man halt mit diesen Clips arbeiten, die auch den Käfig zusammenhalten, und ein paar von diesen reddish-brown Antennen, die Ketten und diese Pseudofahnen und die schwarzen Stacheln helfen so ein bisschen, den Eindruck eines Ork-Bollwerkes da zu erzeugen. Ich würde, glaube ich, gerne diesen Ork da noch reinstellen, diese zwei Orks aus den beiden Ninjago-Sets. Guckt euch mal, wenn ihr Lust habt, die Reviews an. Da gibt es tolle Minifiguren. Gerade die Ninjago-Figuren da drin sind richtig, richtig cool. Dieser Schlüssel, der in der Tür steckt, das ist übrigens einer, der aus dem Hiddenside-Set stammt für den Friedhof. Und wenn ihr euch diese Türangeln anguckt, da ist ein Besen quasi seitlich noch angebracht. Da haben schlicht die Teile gefehlt, dann musste ich irgendeine Lösung finden, wie ich die Tür ein bisschen höher kriege, weil die sonst nicht aufgegangen wäre. Sonst hätte ich quasi den ganzen Bereich vor der Tür freilassen müssen, und so sieht er dann doch deutlich besser aus. Dann haben wir hier noch einen Kristall und eine Tonne mit einer Pickaxe drin. Ich sage immer Pickaxe, weil ich immer, weil ich immer so Minecraft geschädigt bin, und da gab es dann nur Pickaxes. Ich habe natürlich Minecraft nicht in irgendeiner deutschen Version gespielt, sondern in der Originalversion. Oh, ja, jetzt reiße ich immer mehr ab. Das ist immer nicht so ganz einfach, wenn man nicht weiß, wo man anfassen darf. Ja, ich wollte euch eigentlich noch die Unterseite zeigen. Dafür kippe ich das Ganze mal. Es fällt schon wieder was ab. Wir lassen das jetzt einfach auf der Seite. Ich zeige euch gerade nochmal die Unterseite. Also so ist die Konstruktion. Von unten fällt der Schlüssel aus der Tür. Das ist nicht schlimm. Da ist ein bisschen Stabilisierung drin. Aber da sind an und für sich keine Teile, die irgendwie jetzt wegfallen. Da sind die ganzen bunten Bricks drin. Gerade diese Hiddenside. Unten seht ihr ein bisschen diesen lachsfarbenen, coralfarbenen Hiddenside Brick. Diese Macaroni Bricks. Und dann noch ein paar Tan Bricks Modified. Diese Technic Bricks, diese Rahmen, haben mir da gute Dienste geleistet, um quasi die Mitte zu stabilisieren, worauf dann alles draufsteht. So. Also, ein Eindruck von der Unterseite. So, bevor ich jetzt hier alles auseinanderreiße, versuchen wir mal, die Burg wieder so hinzustellen, wie sie stehen sollte, wie sie einigermaßen repräsentabel ist. Und ich würde mich natürlich wirklich, wirklich freuen, wenn ein paar von euch kommentieren würden, was sie davon denken. Und ganz wichtig, wenn ihr es schlecht findet, das ist euer gutes Recht, aber dann schreibt mir bitte dazu, warum ihr es schlecht findet. Dann kann ich damit was anfangen, dann kann ich daraus lernen, dann kann ich mein nächstes Mock vielleicht noch ein bisschen besser designen. Wobei das natürlich mit dem Besser immer relativ ist. Was mir gefällt, muss euch nicht gefallen. Aber ist es immer sinnvoll, konstruktive Kritik anzubringen, und das funktioniert nicht, indem man den Daumen runter gibt, sondern indem man erklärt, was war denn schlecht? Oder was hat mir nicht gut gefallen, was hätte ich anders gemacht? Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen. Ich meine, die Möglichkeiten sind natürlich eingeschränkt in vorgegebenen Teilen, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Ding hier zu bauen. Ich werde es natürlich jetzt nicht bewerten, das wäre natürlich unsinnig, das könnt ihr machen, ihr kennt meine Kategorien, alle fünf. Spielspaß, Bauspaß, Stabilität, Optik, Verfügbarkeit, Preis und ein Gesamturteil. Ihr könnt vielleicht nicht zu allen Kategorien was sagen, wenn ihr es nicht in der Hand gehabt habt, aber vielleicht könnt ihr einen Gesamturteil finden oder zu den Kategorien, wo euch was dazu einfällt. Würde mich sehr freuen, würde mir was bringen, und ich bin schon sehr gespannt, was dabei rauskommt. Schreibt mir doch auch dazu, findet ihr so eine Idee gut? Würdet ihr davon gerne mehr sehen? Oder lieber Alternative Builds oder lieber Mocks von anderen und so weiter und so fort? Schreibt es einfach rein in die Kommentare. Ich beantworte jeden Kommentar.
So, dann hoffe ich, euch hat das Video Spaß gemacht. Wenn das so ist, dann gebt doch gerne die Daumen hoch, würde mich freuen. Lasst auch ein Abo da, noch viel besser. Und ich hoffe, ihr bleibt gesund, damit wir uns dann das nächste Mal wieder sehen können bei einem neuen Video, einem neuen Mock oder einem neuen Alternative Build oder einem neuen Set auf Mock Scout.